Hallo zusammen und willkommen zurück zu Cities Skylines. So, wir sind bei 13.156 Credits, haben ein Plus von 1.742 Credits und haben schon 796 Einwohner. Und ich beende mal den Pausemodus und guck mal eben, wo hatten wir denn? Nee, da war das nicht. Da war das. Okay, da sind Geschäfte. Hier kommen noch Wohnungen hinzu. Ich würde gerne das hier abreißen. Wir könnten hier eventuell auch noch Wohnungen mit zwischen. Das würde bedeuten, ich müsste da eine Straße durchziehen. Gut, gehen wir nochmal in den Pausemodus. Und reißen einmal das Teil ab und das Teil ab. Und dann ziehen wir genau da eine Straße durch, weil da steht noch kein Haus. Und dann könnten wir hier eine Sackgasse machen und dann, nee, da können wir das eventuell anbinden. Ort ist bereits belegt. So. Dann pinseln wir mal kurz. Nee, pinseln wollte ich. So. Pinseln wir auch hier rüber. Dann können da nämlich noch Leute einziehen. Und dann hoffe ich mal, dass dass das klappt und dass die jetzt nicht am Rummeckern sind von wegen, wir haben keinen Strom. Beziehungsweise stopp. Reiß den nochmal weg. Und ziehen wir von da nochmal darauf. Oder hätte ich vielleicht da besser. Könnten wir auch machen. Mal gucken, ob das klappt. Jo. Das sieht schon besser aus. So, und dann starten wir wieder. Und kümmern uns jetzt mal hier drum. Eventuell da ein Kreisel rein. Nee, das bringt mir nichts. Könnte da einen Kreisel hinsetzen. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu verschwenderisch bin mit meinem Geld. Weil ich bin nämlich schon wieder bei 9000. Dafür habe ich jetzt schon 848 Bewohner. Allerdings, oh, stopp. Da fällt mir gerade was ein. Doch, das geht. Obwohl. So. Dann müssten die eigentlich theoretisch auch Wasser kriegen. Also ich hoffe es zumindest. Jedenfalls habe ich das auf anderen Let's Play Kanälen gesehen. Dass die auch nicht in jedem
eine Wasserleitung reinziehen. So, wir haben freigeschaltet ein neues Gebiet. Stadtviertel, Richtlinien, zweites Darlehen, Industriespezialisierungen, Dienstleistungsrichtlinien. Jo, also ich kann ein neues Gebiet kaufen. Jetzt muss ich mal eben gucken, wie mache ich das? Wie mache ich das? Da machen wir jetzt erstmal Wasserverbrauch und Stromverbrauch und Rauchmelder. Dann schaue ich mal Stadtviertel. Ja. Bildung. Was ist das? Moment. Nein, das ist das. Das wollte ich haben. So, dann kaufe ich mal das Gebiet dazu. Und habe dann nämlich später die Möglichkeit, die Autobahn anzubinden. Aber hätte dann eventuell dort auch die Möglichkeit, Landwirtschaft anzusiedeln. Aber die könnte ich auch hier hinten ansiedeln. Und ich würde sagen, das mache ich hier hinten. Das heißt, wir werden das hier mal einpinseln. So ein bisschen grobflächig. So. Dann legen wir da nämlich unseren Landwirtschaftsdistrikt fest. So, dann kommt darauf der Trecker und dann kommt hierauf die Landwirtschaft. Das sieht gut aus. Das sieht eigentlich schon mal ganz perfekt aus. Ja, das gefällt mir schon. Da siedeln sich dann auch schon die ersten landwirtschaftlichen Betriebe an. Das ist gut. So, was gibt's hier? Eine Grundschule. Möchtet ihr haben? Die kostet mich allerdings 10.000. Und das habe ich im Moment noch nicht. Was kostet mich denn die, was war das, Feuerwehr oder Polizei? Polizei, oh, Moment, da muss ich mich schnell mal eben um die Wasserversorgung kümmern.
Nee, das geht nicht. So, das muss auch damit verbunden werden. Und dann da noch einen hin. So. Strom sollten die eigentlich beziehen? Nee. Beziehen sie noch nicht. Das heißt, wir setzen eine über Landleitung. Und dann sollten die Stromprobleme auch der Geschichte angehören. So. Da haben wir die Feuerwehr. Ist das die Feuerwehr? Ich setz mal, warte mal, was kostet mich die denn? Die kostet mich, boah, 12.000. Und die Feuerwehr kostet mich auch 12.000. Nein, da warten wir. Dann schauen wir lieber noch mal eben kurz uns hier die Landwirtschaft an. Die auch langsam gedeiht. Auch unser Industriegebiet, ja, es gedeiht auch langsam. Gut, Leute, dann würde ich sagen, beende ich diese Folge hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder von Cities Skylines. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage bye bye.